Doch, passt schon. Das haben wir schon richtig. Dass die Kamera lässt sich gerade nicht steuern, das ist ein bisschen doof. Okay, da kommt man wieder zurück. Na komm, Kamera, mach mal. Jo, das ist Mission 5. Dann schauen wir kurz auf die Map. Wir müssten hier noch links. Jetzt, ja, ich hoffe mal, dass es dann nicht weitergeht. Aber wenn der Speicherpunkt ist, wird es wahrscheinlich doch so sein. Ach, und Puddinge ohne Ende. Hallo, oh, ich wollte vorbeilaufen. Mensch, die haben eine riesen Hitbox, hey. Naja, zumindest einen Präventivschlag. Nehmen wir mal einen Kerberost in der Hoffnung, dass einer den anderen angreift und den Schockbalken ein bisschen oben hält. Oh ja, perfekt. Sehr gut. So, einfach drauf. Perfekt, Nummer 1 ist down. Für Nummer 2 brauchen wir nochmal kurz einen Blitzschlag. Oh ja, müssen wir gar nicht in den Kerberost zurück. Der Weg geht doch ein bisschen weiter als gedacht. Und vor allem spaltet er sich wieder auf. Jetzt auf einmal fangen sie an mit Open World. Mehr oder weniger. Okay, das war, da hätten wir jetzt einmal im Kreis laufen können. Das machen wir jetzt auch mal. Vielleicht gibt es ja doch noch ein Item oder so. Schaut jetzt aber schon fast weniger so aus. Hallo, hallo, hallo. Ja, okay. War also verschwendete Zeit. So, gegen euch haben wir auch noch nicht gekämpft, oder? Munchkin? Nö. Sagt man nix. Hardly worth the effort. Da gibt's ein Item. Naja, dann hat sich's doch wenigstens ein bisschen gelohnt. So, lieg, lieg, lieg und Rang da. Wir hauen zuerst das Rang da um. Nicht, dass er hier uns noch was. Okay, wir hauen alle auf einmal um. Geht natürlich auch. Eine Mithrilreif. Der gibt höchstwahrscheinlich TP-Punkte. 300. Schauen wir kurz bei Hope. Wir haben da einen Carbon-Reif, der hat 150. Diamant-Reif 500. Das heißt, wir tauschen den jetzt einfach mal. Hat Hope immerhin nochmal 150 Lebenspunkte mehr.
Und ja, das ist jetzt nicht die beste Accessoire-Auswahl, ich weiß. Aber für den jetzigen Moment ist es okay. Und, ach. Na gut, kämpfen wir halt. Schauen wir mal auf die Karte. Bin ja mal gespannt, was da hingeht. Ui, was bist denn du für Teil? Riesenmunchkin. Munchkin Diva, okay. Goblitamin. Okay. Just like I planned. Hat jetzt schlimmer ausgesehen, als er war. Aber man merkt, wir sind einfach ein bisschen overpowered für hier. Also für das Gebiet. Und da gibt's also auch eine Ruine, die wir noch entdecken können, scheinbar. Genau, Ruinenstadt Padra. Munchkin-Diva, die hat man doch gerade. Zum ersten Mal bin ich froh über meine neuen Kräfte als sie. Wie sonst sollte ich die verruchte Munchkin-Diva in der Padra-Schlucht, das ich auch schon massiv besiegen können. Wie sonst könnte ich meine geliebte Heimat von dieser Heimsuchung erlösen. Die Erfüllung meiner Bestimmung bedeutet die Rettung meiner allerliebsten Freunde und Verwandten, denen ich einst den Rücken kehrte. Möge man mich als Kristall auf dem Marktplatz aufstellen, denn niemals wieder will ich fortgehen. Okay. Schauen wir mal, aber gegen die haben wir da ja gerade gekämpft. Dann gehen wir halt nochmal zurück und hauen es nochmal um. Ich hoffe natürlich, dass die auch wieder da ist und wieder gespawnt ist. Jo, haha, schaut sehr gut aus. Na dann, komm mal her. Sogar mit Präventivschlag. Den nutzen wir aus und machen gleich die Diva kaputt. Perfekt, das war glaube ich die leichteste Mission bis jetzt. Oh, nee, die ist sogar noch ein bisschen weiter vorn. Das ist eine andere Diva gewesen. Tja, zu früh gefreut. Das war doch mal locker ausgewichen, oder? So, dann kommt's mal her. Die schaut jetzt allerdings auch nicht anders aus als die vorherige. Und vielleicht wird sie ein bisschen stärker sein. Kann ich mir vorstellen, wenn sie schon ein Missionsziel ist. Nee, ist die Sorge. Und dann gehe ich mal davon aus, dass wir auch, wenn wir auf dem Weg jetzt bleiben und quasi in die Ruine da gehen,
Okay, wir bekommen Donnerkeiling. Wenn wir in die Ruine gehen, dass wir da auch zur Mission 7 kommen. Wäre zumindest logisch. Ja, ich denke, dass das hier auch schon blinkt. Jetzt muss man einmal umdrehen. Sonst drehen wir in die falsche Richtung. Diesmal sind wir auch ausgewichen, allerdings nicht so schön wie das letzte Mal. Obwohl das Ausweichen wahrscheinlich sogar länger dauert als einfach mal gegen die kämpfen. Zumindest wenn man so ausweicht wie gerade. Jawohl, immer schön drauf auf die Diva. Sehr schön. Wir sind hier noch richtig, jo, perfekt. Hatten wir alle schon, dass wir wieder in die falsche Richtung gelaufen sind. Gut, dann speichern wir nochmal. Dann schauen wir mal in die Ruinenstadt. Nö, nach unten leid, nach unten. Wir haben uns natürlich entdeckt. Na, dann kommt mal her. So, wir schnappen uns einmal das Item. Hier. Einen Brocken Rosensport. Da liegt nichts weiter rum. Auf der Map. Überall da geht es in Richtung Mission. Und wenn das jetzt alles war, was scheint jetzt echt alles gewesen zu sein. Das heißt, die Ruinenstadt ist jetzt nicht allzu groß. Naja, kommt doch her. Stöhnen da rum. Haben wir mal so eine Lapsi um und fürs Taxin, glaube ich, sollten wir ein bisschen buffen. Die kennen wir ja noch von Euerbau. Ja, obwohl, muss nicht mal sein. Da sieht man mal, was für Unterschied aufgewertete Waffen machen. In Euerbau hat man da schon ein paar Probleme, also was heißt Probleme, es ging halt einfach relativ langsam, wenn wir da ungebufft rein sind in den Kampf. Schauen wir mal dahinter noch. Halt, wir sind einfach da gekommen, dann schauen wir da kurz rum. Will natürlich keine Kapsel liegen lassen. Da liegt nichts weiter, hier vielleicht noch. Nö. Gehen wir kurz hier lang. So, drei Monsterhörner.
Okay, wir nehmen aber zuerst die Mission an. Nicht, dass hier links in dem Haufen schon unser Ziel dabei ist. Mission 7, Betuitus der Plünderer. Und zwar, den gibt's in der Ruinenstadt Padra. Vielleicht ist er tatsächlich da links mit dabei. Die Simar von den Falsi verflucht und voller Hass auf alles Leben sind die stärksten und grausamsten aller Sis. Betuitus wird einer von ihnen genannt. Ihn zu erschlagen, das ist meine Bestimmung. Er soll sich in der Ruinenstadt Padra im Yasha-Massiv eingenistet haben. Mit den Kräften, die mir von den Falsi gewährt wurden, werde ich die Zerstörung meiner Heimat rächen. Na, dann übernehmen wir das mal für ihn. Okay. Das ist Gebiet leergeräumt. Ein Windhäustuch mal wieder. Windhäustuch war das mit den ATP-Balken, richtig? Genau, zu Beginn ist ein einzelner ATP-Balkenabschnitt bereits gefüllt. Schauen wir mal auf der Map. Oh ja, okay, das Ziel ist vorne. Also, glücklicherweise nicht allzu weit weg. Und es gibt überhaupt keine Monster mehr. Interessant. Oh, mit Sequenz sogar. Okay, gehen wir mal in die drakonische Liga. Aber gegen so einen ähnlichen hatten wir jetzt schon mal das Vergnügen. Vollbuffen. Es fehlt ein neues Schild, fehlt noch. Und dann soll es das gewesen sein. Beziehungsweise wir legen dann einfach los, aber nicht mit der Lebenssinfonie, sondern mit dem Blitzschlag. Also ich habe schon ein bisschen was Epischeres erwartet. Durch die Sequenz und so. Und durch das, dass alle Gegner ja auf einmal weg waren. Wir bekommen das Sanctum Werkstofflabor und jetzt die Möglichkeit über den Speicherpunkt uns Dings hier zu kaufen. Oh, da gibt es ein paar Missionen. Wie heißen die Teile? Fluxkatalysatoren. Okay. Ja, gut, ne? So geht's auch. Genau, den haben wir abgeschlossen. Brauchen wir also nicht weiterverfolgen. Dann gehen wir mal zurück zu einem Speicherpunkt. Und dann schauen wir mal, wie viel das Adamantit kostet. Ich hoffe nicht allzu viel. Da
könnten wir auf jeden Fall im nächsten Stream dann Lightnings Waffe noch soweit modifizieren oder voll aufwerten. Die Ultima Waffe, das sehen wir jetzt dann gleich auch im Shop, dass wir da 2 Millionen brauchen. Jawohl, jetzt können wir uns sogar teleportieren, das hat der andere vorhin nicht gemacht. Wir schauen erstmal ins Geschäft. Und zwar in das Sanctum Werkstofflabor. Da gibt es jetzt einen Adamantit für 220.000. Puh. Okay, Kompaktfusionsgeneratoren, da hat man auch schon ein paar, die bringen 100.000, glaube ich. 100.000 Erfahrung pro Dings. Ein Dunkelkristall, mit dem weiß ich jetzt noch nicht, was wir ansteuern können. Und dann gibt es hier das Trapezohedron. Das brauchen wir für alle drei Waffen. Also für die Waffe von Feng, für die Waffe von Hope und für die von Light, um die dritte Stufe freizuschalten. Und naja, man sieht es, 2 Millionen Gil. Das heißt, insgesamt bräuchten wir 6 Millionen Gil. Die müssen wir uns erst erfarmen. Das machen wir allerdings nicht vor der Story. Danach können wir mal schauen, ob wir irgendwie einen Weg finden, an viel Gil zu kommen. Relativ schnell. Und wie gesagt, das machen wir nicht im Let's Play, sondern ausschließlich im Stream. Und ja, genau. Schauen wir mal, wo wir uns hinportieren können. Und super dran Hochland, okay. Das schauen wir uns aber auch nächste Folge an. Ich speichere hier mal. Und würde jetzt den Stream und die Folge beenden. Von dem her danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Follow da auf Twitch oder ein Abo auf YouTube. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Der nächste Stream wird höchstwahrscheinlich... Schauen wir mal morgen, am Donnerstag sein. Donnerstagabend. Entweder ab 18.30 Uhr oder ab 8:30 Uhr. Ja, genau, das gibt es dann aber auf Twitter. Von dem her. Genau, bis Donnerstag. Ciao, Leute.